So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicker, eine neue Folge Ramses Kitchen. Obwohl auch nicht wirklich eine normale Pokémon-Folge ist es aber auch nicht. Ich habe eh gedacht, dass ich mit Pokémon Go ein bisschen kürzer trete. Es lohnt sich nicht mehr. Jörg schimpft die ganze Zeit. Ich muss immer wieder Jörg erwähnen. Wen soll ich sonst erwähnen? Den Zahnarzt, der mir gerade wieder zusetzt. Dann fängst du dir noch eine Grippe ein. Und dann willst du los in den Netto. Und dann holst du im Netto diese neue Prime-Sorte. Prime FC Bayern München. Und jetzt wurmt mich das, dass ich die heute nicht testen kann, dass ich die nicht exen kann, dass ich die heute nicht hochladen kann. Weil es keinen Sinn macht, ohne Geschmack. Und mit Husten und Schnupfen sich eine Prime Bayern Flasche reinzuziehen. Das heißt, sobald ich irgendwie wieder fit bin, werde ich versuchen, die nachzureichen, weil ich ja trotzdem wissen möchte, wie die schmeckt. Und mittlerweile sammle ich diese Prime Flaschen, weil ich die einfach richtig cool finde. Das Getränk ist jetzt nicht so, aber die Flaschen gefallen mir. Was macht man also? Man verzichtet auf die Premiere heute Abend vor dem Chill mit Ramses Stream. Man versucht trotzdem den Chill mit Ramses Stream, aber halt krank und ohne Bier. Und man verzichtet auf das Pokémon Go Video. Man verzichtet auf das Pokémon Go Video, weil man sich sagt, ich habe einen anderen Pokémon Go Content gefunden. Auf der Suche nach der Prime Flasche im Netto haben wir gesehen, plötzlich gibt es hier XXL Packs Actimel for Kids. In der Pokémon-Edition. Jetzt sind in so einer Packung 12 Actimel drin. Das ist Erdbeer-Banane, wie ich hier gerade sehe. Das ist ja richtig genial. Da sind 12 Actimel drin. Ihr könnt aber 23 verschiedene Pokémon-Motive sammeln. Das heißt, wenn ihr hier guckt, hier ist immer so ein Pokémon drauf abgebildet. Auf jeder Flasche eins. 12 verschiedene, denke ich mal. Dann hätten wir 24 Stück, wenn wir zwei Packungen haben. Und wir haben 23 verschiedene Motive, die es zu sammeln gibt. Ich will jetzt mal hier ein kleines Unboxing machen. Ein kleines Unboxing, euch das mal zeigen, welche Motive, welche Pokémon hier drin sind. Mein Gehirn anstrengend zu gucken, schaffe ich es denn überhaupt, alle Pokémon beim Namen zu nennen. In letzter Zeit habe ich nur noch Brei im Kopf. Den Prime Chuck machen wir irgendwann. Idee wäre auch gewesen, dann ein ganzes Pack 12 Actimel in ein Glas zu schenken und zu exen, aber ohne Geschmack, mit Husten, mit Schnupfen finde ich das auch Blödsinn. Ist auch irgendwie Verschwendung. Das Zeug ist immer sauteuer und es ist ja Actimel for Kids, also soll Marie das halt immer saufen vor der Schule, nach der Schule, in der Schule. Und ich beschränke mich hier aufs Auspacken. Das kurz fürs Thumbnail, dass ihr das mal seht. Packen das jetzt hier rüber. Wie macht man das jetzt am besten auf? Ich versuche mich mal durch den Karton zu wühlen. Bin gespannt, was wir hier alles drin haben. Ist ein Unboxing. Toll. Ich habe zu Sandra gesagt, die werden ja, wenn sie einen 12er-Pack haben, wenigstens 12 verschiedene da reinpacken und nicht in einem 12er-Pack zwei gleiche. Also, aber ich sehe jetzt schon auf den ersten Blick, doch, da sind leider auch zwei gleiche drin. Ihr habt hier zum Beispiel ein Mamfaxo. Hey, das ist doch cool. Das ist das Baby vom Relaxo. Ein Mamfaxo. Landet alles im Müll. Ist also egal. Mamfaxo ist am Start. Was haben wir noch Blaues? Bleiben wir mal bei Blau. Hier habt ihr Gyarados. Gyarados ist am Start. Hier steht ja sogar drauf, was es ist. Also hinten. Pokémon, finde Gyarados und gewinne spannende Preise. Scan mich. Das heißt, wenn ich es nicht weiß, lese ich es einfach ab und tue so, als würde ich es wissen. Finde Mamfaxo, finde Gyarados. Jetzt sehe ich hier leider Bisasam. Warum leider? Weil hier nämlich noch ein grünes ist und das ist auch Bisasam. Also Bisasam ist doppelt. Das ist schade. Stecken wir mal hier rüber. Dann sehe ich Pichu. Zweimal Pichu hier drin. Das ist auch doppelt. Eins hierhin, eins dahin. Dann haben wir hier Krokel. Krokel auch zweimal. Der Feuerstarter, den ich ja dann genommen habe, als ich das Spiel gespielt habe, wo es dabei war. Ihr wisst, welches ich meine. So, dann haben wir, was haben wir noch? Ah, der Hund. Der Hund heißt.
Ne, warte mal. Pamo war ja Julchen, dieses Elektro-Ding. Der Hund heißt, wie heißt der Hund? Ich weiß nicht, wie der Hund heißt. Der Hund heißt Hefel. Hier steht's ja drauf. Ich hab's wenigstens probiert. Hefel ist der Hund. Der Hund ist auch mit dabei, aber ist auch doppelt. Schade. Und dann haben wir Fett Dragoran noch am Start. Also Dragoran ist hier auch vorbei, ist aber auch wieder doppelt. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aus 12 Einzelnen. Und ich dachte, das wird 12 aus 12. Also Lotto spielen ist auch nix. Tja, wenn ich mir das Pack jetzt hier angucke, sehe ich hier am Rand ja schon Pichu und Bisasam. Hier sehe ich Mampfaxe und Garados. Also, da sind von Haus aus ja sowieso schon 4 Doppel. Also finden wir hier noch was, was nicht doppelt ist. Wenn ich sowieso jeden Tag Actimel kaufe, so viel jeden Tag 30 Packungen, dann kann man ja jetzt immer Kids kaufen und die sammeln. Aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich auch kompletter Schwachsinn. Ach du meine Güte. Die Seite hier sieht richtig bescheiden aus. Denn so wie es aussieht, sind hier einfach 4 Mampfaxo drin. Genau nebeneinander, genau aufeinander gestellt. Mampfaxo 1, Mampfaxo 2, Mampfaxo 3, Mampfaxo 4. Das ist doch richtig abartig. Wie kann man sowas machen? Mampfaxo war nicht doppelt im ersten Zug. Jetzt ist es aber doppelt. Garados ist wieder dabei. Ist auch doppelt. Hier ist wieder zweimal Hefel drin. Hefel, ja, ist auch doppelt. Haben wir jetzt dreimal. Krokel ist zweimal drin, aber ist ja auch doppelt. Hier Pichu ist drin, also ist auch doppelt. Und wir haben Bisasam. Und das haben wir ja vorher auch schon gesehen, ist auch doppelt. Und das finde ich jetzt sehr schade. Weil ich wirklich dachte, bei 12 Stück sind 12 verschiedene und mit dem zweiten 12er-Pack kriegst du vielleicht nochmal 5, 6 Stück dazu, die du im ersten noch nicht hast. Pupsi hat sogar gesagt, bei 24 Stück sind bestimmt 19. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aus 24 sind nur unterschiedlich. Das ist schade. Das heißt, die anderen Packs müsstest du dir angucken, dass du wenigstens links und rechts schaust, ist da was drauf, ist da was drin, was du nicht hast, was du nicht kennst. Unsere Einzelnen, die wir jetzt also hier haben, können wir mal versuchen, so rumzuzeigen, sind dann eben hier Garados, Mampfaxo, Bisasam, Pichu, Krokel, Hefo und Dragoran. Das sind die Einzelnen und das sind die Doppelten. Hier der ganze Sack voll. Mal gucken, wie lange es das gibt. Heute am Montag im Netto gewesen. Heute am Montag das gefunden. Zusammen mit dem Prime. Mal gucken, wie lange die das jetzt hier austrinken. Und ob man nochmal einen Pack holt. Und nochmal Pokémon sammeln kann mit Actimel. Wie findet ihr die Aktion? Schreibt es mal rein. Peace out, Fallout, euer Ramses und ciao.